Brot vermehren. Unfassbar. Wenn wir denken, 4000 alleine Männer werden gesättigt mit 5 Brote und die paar Fische. Und dazu die Frauen und die Kinder, die noch deren Zahl größer war als der Männer. Kann sowas heute noch geschehen? Wenn es zwar um die Sache Wunderwirken geht, ja, ich muss fast sagen, dass Gott sagt, das Geschlecht verdient keine Wunder mehr. Denn der größte Teil der Menschheit lässt Gott einen guten Mann sein, wenn nicht noch schlimmer. Man aber nun auf das hin, das heilige, die 5 Fischbrote, die paar Fischlein und sättigt über 10.000 Menschen. Das geschieht heute immer noch auf den Altären. Heiland sagte ja am Abendmahl: Das ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Und sagte: Tu dies zur steten Erneuerung. Und so gesehen ist in jedem heiligen Messopfer, wenn wir das Ciborium haben mit der gläubigen Kommunion drin, das ein Wirt während der heiligen Messe, ist ein da drin der ein Heiland. All die vielen Oblaten werden zu einem Heiland und er teilt sich, so oft die Leute kommen, er teilt sich immer. Wenn sehe, man meint ja, solange der Kelch voll ist, nein, nein, es kann weiter konsekriert werden und weiter verteilt werden. Haben wir also nicht jedes Mal am heiligen Messopfer dieses Wunder? Tut diese stete Erneuerung.